Worum es hier geht, ist leicht zu sehen. Wir haben Rochaden zu verschiedenen Seiten und beide Seiten wollen sich über den gegnerischen König hermachen. Weiß ist am Zug und wie kommt Weiß an dieser Stelle weiter? Das ist deine Aufgabe. Und du kannst direkt ins Kapitel die Partie springen, dann siehst du, wie Jakob Leon Pajeken diese Aufgabe gelöst hat. Du kannst mir auch erst noch 2-3 Minuten zuhören, bevor wir dann in die Partie gehen. Wir sind in Riga beim RTU Open, ein großes, sehr stark besetztes Traditions-Open in Riga, an dem traditionell eine große deutsche Delegation teilnimmt. Wir haben hier zum Beispiel schon einen Sieg von Alexander Donschenko in besagten Open dokumentiert, der hat dieses Jahr allerdings nicht mitgespielt. Es spielte stattdessen jemand anderes, etwas überraschend um den Turniersieg mit, nämlich Jakob Leon Pajeken aus Kiel. Der war nominell mit seinen 2416 Elo nur in Anführungszeichen die Nummer 36 des gut 280-köpfigen Feldes, aber der spielte ein Riesenturnier. Nach 7 Runden hatte der 6 Punkte, war ganz vorne dabei, doch dann erwischte es ihn. In der 8. verlor er eine, hatte 6 aus 8. Das war immer noch gut, aber das große Ziel war ein bisschen in die Ferne gerückt durch diese Niederlage in der 8. Runde. Und das große Ziel hieß gar nicht so sehr Turniersieg, das hieß GM-Norm. Denn davon hat Jakob Leon tatsächlich noch keine, obwohl er schon ein paar Mal nah dran war. Und jetzt vor der 9. Runde war klar, wenn er eine GM-Norm-Leistung spielen will, das heißt eine Performance über 2600, dann muss er in der letzten Runde auf Bestellung gewinnen. Und nicht gegen irgendwen, sondern gegen einen indischen Großmeister, gegen Schachfreund Inian, der nicht so die erste Garde der indischen Spieler ist, aber natürlich mit 2,55 ein veritabler Großmeister. Aber half alles nichts für Jakob Leon, der Sieg musste her. Und ob er das geschafft hat, das gucken wir uns jetzt an. Jakob Leon Pajeken ist euch vielleicht nicht so ein Begriff, weil der so, sagen wir mal, die zweite Garde der talentierten jungen Leute in Deutschland ist. Aber es ist natürlich auch schwer, erste Garde zu sein, wenn du aus dem Jahrgang von Vincent Keimer kommst. Der ist schon 2019 ist der schon IM geworden und ist aber so über 2500 noch nie drüber gekommen. Sein Bestes, ich habe nachgeguckt, war 2465. Spielt in Kiel Bundesliga, hat eine solide Bundesliga-Saison gespielt, hat auch schon Ergebnisse in Turnieren gehabt, die ganz nah an der GM-Norm waren, aber er hatte tatsächlich noch keine. Jetzt hatte er sich in die Position gebracht, eine zu kriegen, aber dafür musste halt auf Kommando ein Weißsieg her über einen 2,55 Großmeister. Und jetzt will ich nicht länger reden, jetzt gehen wir in die Partie. Und wenn du noch ein bisschen überlegen möchtest, was du denn hier an Jakob Leons Stelle ziehen würdest, dann halt das Video bitte jetzt an, denn ich springe an den Anfang und wir kommen dann auch recht schnell an diese Stellung, denn ich will sehen, dass wir uns nicht allzu lange an der Eröffnung aufhalten. Wir sehen mal wieder einen sizilianischen Neidorf. Es ist hier irgendwie, es ist Sizilianisch-Woche irgendwie auf diesem Kanal jetzt, was mir gar nicht so gut gefällt, weil das ist nicht mein Fachgebiet, wie ich schon gesagt habe. Wobei Neidorf weiß ich ein bisschen was drüber, weil ich so viele Neidorf-Partien schon gesehen, analysiert, kommentiert habe. Läufer E3, E6, Läufer E2, Dame C7, Dame D2 und es deutet sich schon an, dass wir hier eine sogenannte Skepening-Struktur kriegen und das Weiß lang rochieren wird, Schwarz wahrscheinlich kurz und dass wir dann eben dieser Bauernsturm auf beiden Seiten losgeht und dann gewinnt derjenige, der zuerst an den gegnerischen König rankommt. Um es mal auf so eine einfache Formel zu bringen. B5. Schwarz breitet sich direkt am Damenflügel aus. Man könnte hier auch noch überlegen, ob man es mit kurzer Rochade spielt mit Weiß. Weiß ist flexibel genug, das ist auch spielbar. Der Zug, den Jakob Leon macht, das ist A3, auch das ein bekannter Zug hier, den schon Magnus Carlsen gespielt hat, unter anderem. Das ist so ein kleiner Zwischenstep, der erstmal diesen schwarzen Vorstoß B4 verhindert, bevor Weiß sich festlegt. Mit dem König hemmt er erstmal die schwarzen Ambitionen am Damenflügel. Aber natürlich auf lange Sicht kann dieses A3 auch immer eine Marke sein für Schwarz, die man anhebeln kann. Also ein bisschen zweischneidiger Zug. Läufer B7, nimmt den E4 aufs Korn, F3, setzt diesem vierankettierten Läufer diese wunderbare Bauernkette entgegen, die den neutralisiert. Für Schwarz ist vielleicht auch eine Idee, man könnte es hier auch direkt machen, mal D5 durchzusetzen, ist auch ein thematischer Zug, der allerdings in der Partie überhaupt nicht zum Tragen kommt. Springer BD7, da ist die lange Rochade, Turm C8 und Schwarz massiert sich hier schon auf der
halboffene C-Linie, wo der weiße König steht. Und Weiß muss nun sehen, dass er seinerseits loslegt. Er ist jetzt hier vom Königsflügel wegrochiert, kann hier aufmachen und fängt auch gleich mit G4 an und wird das dann auch mit G5 fortsetzen, insofern Schwarz das nicht verhindert. Man könnte mit Schwarz hier darüber nachdenken, H6 zu spielen, um erstmal G5 zu verhindern, genauso wie Weiß A3 gespielt hat, um B4 zu verhindern. Aber auch das wäre dann eine Marke. Ne? Auf H6 würde wahrscheinlich H4 kommen und dann trotzdem G5. So oder so, Weiß stürmt jetzt am Königsflügel und Schwarz muss sehen, dass er an der anderen Seite was kriegt und spielt Springer E5. Der hat ein ganz klares Ziel, der will nach C4 gehen und auf diese Weise das weiße Läuferpaar halbieren. G5, jetzt hängt erstmal der F6, der zieht sich nach D7 zurück. F4, Weiß nimmt gerne dieses Tempo mit, dem E5-Springer noch einen Tritt zu geben, lässt sich sein Läuferpaar halbieren, aber hat dafür natürlich hier schon schöne Fortschritte gemacht gegen den schwarzen König und der nächste Hebel ist auch schon in Sicht. Es wird jetzt bald F5 kommen. Und es geht darum, diese Chose hier rund um den schwarzen König aufzureißen. Erstmal Springer B3. B4, da ist schon besagter Hebel. AB, Dame B4, Dame E2, Springer B6. Auch der will wieder nach C4 gehen. Und insofern entscheidet Jakob Leon den Knips sich raus. Wohlgemerkt, er gibt sein Läuferpaar. Aber er nimmt Schwarz natürlich auch Angriffspotenzial. Dieser Springer auf C4 wäre schon ein ganz schönes Pfund. Insofern nimmt er den gerne raus und gewinnt auch Zeit dadurch, denn jetzt ist er wieder dran und macht den logischen Zug F5. Ja, und jetzt früher oder später in dieser Konstellation soll FE kommen und diese Chose aufreißen. Vielleicht den schwarzen König in der Mitte festnageln, je nachdem wie Schwarz darauf reagiert. Schwarz spielt Läufer E7 und Vorsicht, jetzt muss man aufpassen, denn jetzt hängt erstmal einer. Läufer schlecht, G5 liegt in der Luft, insofern sollte man hier keine voreiligen Sachen machen, dann fällt der G5 um und Jakob Leon spielt auch den besten Zug, er spielt Turm HG1, der ist jetzt sowieso, ne, hier sollen sich Linien öffnen, hier wird Weiß noch weiter vormarschieren, da steht der Turm auf G1 ohnehin goldrichtig und jetzt deckt er auch noch den G5. Schwarz rochiert und diese Stellung müsste dir bekannt vorkommen, das ist die, die wir eingangs des Videos gesehen haben. Und ich glaube, das war keine allzu schwierige Aufgabe, denn wir wollen die Sache aufreißen und der logische Zug, den Weiß dafür macht, ist F6. Ist auch der klar beste Zug. Und Weiß kann argumentieren, ja, ich bin hier jetzt doch ein bisschen weiter als Schwarz gekommen und fühle mich eigentlich ganz wohl in dieser Konstellation. Den kann man natürlich nicht nehmen, weil G schlecht F, da wirkt dann schon der Turm auf die auf der G-Linie G schlecht F käme mit Schachgebot und dann würde der Läufer E7 umfallen und dann würde Weiß schon gewinnen. Insofern muss der Läufer ziehen, Läufer D8, einziger Zug. Und hier, die hätte ich euch auch beinahe vorgesetzt als erste Stellung dieses Videos, denn hier unterläuft dem guten Jakob Leon eine Ungenauigkeit, allerdings eine verständliche. Das werden wir gleich ergründen. Der wahrscheinlich empfehlenswerte Zug ist hier das recht einfache F schlecht G7. Einfach mit der Idee, wir öffnen die schwarze Königsstellung und dann sehen wir zu, wie wir da rankommen. Da brauchen wir auch mal noch einen Plan. Da können wir vielleicht dann Schwerfiguren hier auf die H-Linie fahren oder so. Das wäre eine Idee, wie es dann weitergehen kann. Jeweils F schlecht G7 und erstmal spürbar die schwarze Königsstellung aufweichen, wäre hier der Weg. Und das weiß Jakob Leon natürlich auch und wird das sicher sehr, sehr stark erwogen haben. Er meinte aber, was Besseres gefunden zu haben und spielte hier Turm G3. Und Turm G3 bietet Schwarz natürlich an, jetzt den Königsflügel abzuschließen. Und das macht er auch. G6. Die weiße Idee war, ich mache jetzt Turm H3 und will zum Beispiel Turm H6 spielen oder vielleicht sogar Dame F2, H4 mich dann über den H-Bauern hermachen, denn er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass sich Schwarz diesen Zug, der den Königsflügel endgültig abschließt, nicht leisten kann. Und dieser Zug ist H5. H5 nehmen wollen wir natürlich nicht, weil dann fällt der F6 um, der König versteckt sich auf der H-Linie, nimmt den H-Bauern als Schutz und Weiß kommt nicht weiter. G schlecht H wäre schlecht. Die weiße Idee war, dass H5 ja eine Einladung ist, hier einen Turm zu opfern. Problem ist, es funktioniert noch nicht so richtig. Turm H5, GH, Dame H5
Und die Idee ist relativ klar, Weiß will Dame H6 spielen und im nächsten Zug Dame G7 matt. An dieser Stelle funktioniert das noch nicht, denn Dame E3 Schach, König B1, Läufer E4, da funkt Schwarz dann doch gewaltig dazu, dazwischen. Und wenn Weiß Dame H6 spielt, ist das gar nicht so schlimm, denn jetzt geben wir einfach eine Figur zurück. Wohlgemerkt, Weiß hat ja einen Turm geopfert und nach Dame F6, Läufer G6 ist der König erstmal sicher. Und jetzt wird gleich der weiße König im Feuer stehen und Schwarz ist hier schon nah am Gewinn. Also Turm schlecht H, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verklickt. Turm schlecht H5 geht noch nicht, wegen Dame E3 Schach und so weiter. Das wird Jakob wahrscheinlich auch berechnet haben, denn er hat an dieser Stelle recht schnell König B1 gespielt, mit der Idee, als nächstes möchte ich auf H5 rausnehmen. GH, Dame H5 und dann ist Dame E3 eben nicht mehr mit Schach. Und dann kann Schwarz tatsächlich nicht dieses Dame H6, G7 matt verhindern. So weit wird er das gerechnet haben und bis zum Schluss gekommen, dass dieses gut für Weiß sein müsste. Die schwarze Antwort hat er in der Vorausberechnung vielleicht ein bisschen unterschätzt. Die ist sehr, sehr stark. A5. A5 verhindert nämlich wieder Turm schlecht H5. Der Trick ist, wenn Weiß jetzt rausnimmt, ne, wieder, wenn wir den nehmen, das würde dann jetzt würde es funktionieren. Dame schlecht H5 und dann kommt zum Beispiel Dame H6, G7 und Weiß gewinnt und es ist aus. Und das kannst du auch nicht verhindern. Aber nach Turm schlecht H5 macht Schwarz Turm schlecht C3 und lässt diesen H5-Turm da einfach stehen. Und nach BC hat Schwarz A4. Und lässt den H5-Turm weiterstehen. Und solange hier der Turm steht, die Dame kommt da nicht richtig rein. Die braucht immer zwei Züge, um hier auf diese H-Linie zu kommen. Weiß braucht zu lange und Schwarz ist jetzt schon bereit, hier A schlecht B und so weiter zu machen. Und plötzlich steht wieder Schwarz besser. Dieses sehr giftige Turm schlecht C3 nebst A4, das wird er in der Vorausberechnung übersehen haben. Und dass deswegen Turm schlecht H5 an dieser Stelle nicht geht. Okay, müssen wir umdisponieren. Es liegt dieses A4 in der Luft. Jakob spielt Turm D4, behält natürlich diese Turm schlecht H5-Idee im Auge, spielt Turm D4 und wenn Schwarz jetzt nichts macht, dann kommt als nächstes wahrscheinlich Springer A4 und dann ist das hier alles gestoppt und dann schlägt es auf H5 ein und Schwarz wird matt gesetzt. Insofern Schwarz muss weiter energisch spielen, macht an dieser Stelle E5, schmeißt den Turm erstmal raus, was dann Springer A4 schwieriger macht, denn dann hat die schwarze Dame das Feld B4 und da geht sie jetzt ohnehin hin, wahrscheinlich mit dem Gedanken, wenn es gut ist, A4 zu unterstützen und zu spielen. Und A4 ist derjenige, der in der Luft liegt und den sollte Weiß an dieser Stelle antizipieren. Man kann an dieser Stelle über Turm schlecht H5 nachdenken, aber dann kommen wieder diese Turm schlecht C3 Sachen und die Sache ist herzlich unklar. Man kann auch hier den soliden Weg spielen, einschlagen, Springer C1 spielen, das A4, dem A4 erstmal die Kraft nehmen und dann sehen, dass man hier weiterkommt mit seinen Turm schlecht D5 Geschichten. Was Jakob Leon hier spielt, ist nicht so toll. Springer D5. Wir betreten jetzt eine Phase, in der beiden Spielern in dieser hochkomplexen Stellung und nach langem intensivem Rechnen jetzt ein paar Menschlichkeiten unterlaufen, möchte ich mal sagen. Sie spielen jetzt beide so, dass es vor dem strengen Blick der Maschine nicht ganz besteht. Und Springer D5 ist natürlich ein total logischer Zug. Das hier ist der Vorposten, da will der Springer hinspringen, ganz klar. Aber es ist konkret nicht so gut. Schwarz sollte den nehmen. Und dann Turm B8 spielen. Und jetzt liegt H4, A4 in der Luft. Ne, und wohlgemerkt, auf B2 drohen dann Matz. Der Springer kann nicht wegziehen. Und Turm schlecht H5 funktioniert wieder nicht. Denn auch Turm schlecht H5, GH, Dame H5 hängt in dieser Konstellation, wohlgemerkt, der Springer C3 ist weg. Der ist ja eben nach D5 gezogen. Hängt in dieser Konstellation deswegen der E4-Bauer. Dann gehen wir mit der Dame hier rein, decken alles und haben den Turm gewonnen. Schwarz gewinnt. Also Läufer schlecht D5, Läufer schlecht D5, Turm B8. Das ist hier der Weg für Schwarz.
Stattdessen spielt der gute Inian Dame C4 und das ist ein Fehler. Das ist wirklich ein ernsthafter Fehler, den allerdings Jakob nicht in aller Konsequenz ausnutzt. Er spielt Dame schlecht C4, was keine dramatisch schlechte Entscheidung ist. Auch dann ist Weiß im Vorteil, aber Dame schlecht C4 ist der zweitbeste Zug. Noch besser an dieser Stelle ist Springer E7. Springer E7 erstmal den angegriffenen König oder den im Schach stehenden König zu ziehen, ist streng verboten, denn dann können wir sogar ganz spektakulär matt setzen mit Damenopfer. Turm schlecht H5 setzt genauso matt, ne? Dame H5, GH, Turm H5 und ups, Schwarz ist matt. Also hier funktioniert's, ne? Insofern, der König darf nicht ziehen. Den müssen wir rausnehmen, den Springer. Läufer E7, aber das löst sich dann Dame C4, Turm C4, F schlecht E, Turm E8. Das löst sich dann auf in ein gutes Endspiel, ein gutes Doppelturm-Endspiel für Weiß. Springer A5 wohlgemerkt mit so einer Gabel hier auf Turm und Läufer. Dafür müssen wir den decken, knipsen wir den raus, nehmen wir auf D6 und dann kann Schwarz gerne den auf E7 nehmen. Das ist uns egal, wir haben hier zwei verbundene Freibauern und die gewinnen die Partie. Das sollte ein gewonnenes Endspiel für Weiß sein. Dank dieser zwei verbundenen Freibauern. Da wird natürlich noch gekämpft und ein bisschen gespielt. Und Schwarz hat hier ja auch einen mehr an diesem Flügel. Und vielleicht kann er die mal so ein bisschen belagern und zur Schwäche markieren. Also es ist nicht trivial, aber das sollte gewonnen sein für Weiß. Das ist das, was für die Weiß in der Stellung war. Und das lässt Leon hier liegen. Und geht dann stattdessen ins Endspiel. Er hatte allerdings sehr richtig eingeschätzt, dass dieses Endspiel günstig für Weiß ist. Allerdings nur, wenn man es richtig spielt. Wir sind jetzt halt in dieser Phase des Austauschs von Menschlichkeiten, um nicht Fehler zu sagen. Dame C4, Turm C4. Und an dieser Stelle das sehr schöne Turm C3, was ja sozusagen ein Bauernopfer ist, aber ein Bauernopfer, das Schwarz eigentlich nicht so gerne annehmen kann, aber er hat nicht so richtig die Wahl. Dann kommt wieder Springer E7 und ob wir den nun nehmen oder ob wir mit dem König hinziehen und mit dem König wegziehen. Ne, hier hängt einer, beide weißen Türme sind riesig aktiv und Weiß ist schon wieder, ja, ich will noch nicht sagen am Gewinn, aber ganz, ganz stark am Drücker. Turm C3 ist hier am besten. Jakob deckt erstmal diesen E4 und spielt Springer D2. Nebenbei mit Angriff auf den Turm. Aber hier verpasst Schwarz eine Chance. Er kann wieder auf D5 nehmen. Darum ist Springer D2 nicht so gut. Läufer D5, ED. Und dann hier Turm D4. Angriff auf den. Müssen wir hier so ein kleines Brötchen backen. Turm D3. Und das ist ein etwa ausgeglichenes Endspiel, das wir hier auf dem Brett haben. Schwarz muss ein bisschen aufpassen, ne, dieses Turm D3, was hier nahe liegt, das ist nicht gut. Dann ist das Endspiel wieder gut für Weiß, der hier auf C4 einen Riesenspringer hat und der schwarze König ist wunderbar weggesperrt. Weiß ist sehr, sehr aktiv, wird den A5 belagern und ja, hier die Maschine rechnet sich schon in die Nähe eines Gewinns. Ne? Das ist so gut für Weiß. Maschine sagt, das ist sogar gewonnen. Aber Turm D3 hat man halt den Zug Turm G4 und man sucht halt hier aktives Spiel. Und dann wird es ein bisschen problematisch für Weiß und Schwarz hat genug Gegenspiele und das Endspiel ist etwa ausgeglichen. Läufer D5 muss er hier spielen und verpasst es und spielt stattdessen Turm C5. Und das ist das Ende der Phase von Menschlichkeiten. Nachdem jetzt beide Seiten so ein paar Ungenauigkeiten ausgetauscht haben, ist die Stellung so, wie sie vorher war, nämlich spürbar besser für Weiß. Und hier beginnt jetzt Jakob Leon das auch nachzuweisen. Er spielt jetzt an dieser, also es droht Läufer D5, ED, Turm schlecht D5, dagegen muss man was machen. Und der präzise Zug, das zu verhindern, ist Turm C3. Turm C3 kommt mit einer riesigen positionellen Drohung daher. Der will jetzt auf C5 rausnehmen, D schlecht C und dann Springer C4 und ne, die schwarzen Bauern sind alle schwach, die Läufer sind eingesperrt, das Springerpaar ist riesig, das Läuferpaar ist eher traurig. Also Turm C5, D10, neben Springer C4, das ist eine gewaltige positionelle Drohung und insofern ist mehr oder weniger erzwungen, jetzt auch hier die Türme zu tauschen. Springer C3. Hier ist vielleicht noch eine kleine Chance für Schwarz, Läufer B6 zu spielen. Bauern zu opfern.
Der D6 geht jetzt über Bord. Aber man kann Läufer F2 spielen, Läufer H4 und man kriegt wieder ein bisschen Gegenspiel gegen den. Und beide Läufer sind recht aktiv und so aufgestellt, dass sie Weiß ärgern können. Auch das ist ein Riesenendspiel für Weiß. Aber das macht Weiß vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als das, was in der Partie passiert. Denn er stellt sich jetzt mit Läufer C7 passiv hin und will diesen D6 erstmal nicht verlieren. Springer C4, Läufer A6. Wohlgemerkt, man kann den nicht nehmen, denn dann gehst du in eine Fesselung und hast ein Problem. Springer D6, Turm D8, ups. Und plötzlich gewinnt Schwarz. Läufer A6. Und Jakob Leon fällt darauf natürlich nicht rein, sondern spielt sehr richtig Springer A3. Der soll jetzt über B5 kommen. Macht das auch unmittelbar. Turm E8. Ja, Turm E8. Turm E8 habe ich eben vorgesessen und habe mir versucht zu überlegen, was ist der Sinn davon. Ich habe ihn nicht gefunden. Lassen wir Turm E8 mal stehen. Wir sind auch sehr kurz vor der Zeitkontrolle. Aber es ist natürlich auch, ich meine, so richtig konstruktive Sachen hat er hier auch nicht mehr. Also es ist natürlich auch schwierig, hier einen guten Zug zu machen. Es gibt nur schlechte und er macht halt Turm E8. Ich kann euch die Idee davon nicht erklären. Springer AB5. Da hängt einer auf C7. Der zieht sich zurück. Und tatsächlich, das wäre auch eine schöne Stellung für den Anfang des Videos gewesen. An dieser Stelle gewinnt Weiß schon Material. Ja, das wäre sogar ein super Anfang fürs Video gewesen, jetzt wo es mir einfällt. Ihr seht es jetzt schon in der Notation, insofern muss ich jetzt kein Geheimnis mehr draus machen. Hier ist jetzt dank Läufer C7, der Läufer hat halt Schwierigkeiten, die alle zusammenzuhalten. Er will ja unbedingt den D6 halten, das haben wir schon besprochen. Aber durch den Springer B5 muss der Läufer sich halt muss dem den A5 des Schutzes entziehen. Und er fällt jetzt auf simple langschrittige Weise um. Und dann holen wir ihn ab. Ne, der König begibt sich auf die Reise und holt sich den A5 ab. Das ist jetzt eine Schwäche und der weiße Vorteil wird damit auch materiell spürbar. Turm C8, Schwarz sucht Gegenspiel. Ich möchte gerne Turm C4 spielen und seinerseits was Aktives machen. Aber nach König B3 kommt der Turm dann nicht mehr rein und Schwarz kann sich einen anderen traurigen Zug überlegen, den er machen möchte. Er entscheidet sich für Turm C6. Aber das ändert alles nichts daran. Hier fällt einer um. Aktiviert jetzt seinen König. König schlägt A5. König E8. Turm D2. D7. Springer D5. Ne, Turm D2 hat Springer D5 vorbereitet, denn jetzt ist der C2-Bauer gedeckt. Und jetzt ist der auch auf seinem Lieblingsvorposten verankert. Springer D5, Läufer B7, C4. Und Schwarz sucht jetzt Gegenspiel, wie 255 Großmeister das machen. Er kann jetzt einfach auch hinten drin stehen bleiben und irgendwie König E6 oder sonst was ziehen. Aber dann wird er halt nach und nach erdrückt und überrollt. Die weiße Stellung ist so dominant und noch dazu hat Weiß einfach einen Bauern mehr, der auch noch ein Freibauer ist auf B. Er versucht halt Gegenspiel zu kriegen, spielt Turm A6 und fährt den Turm hier rein. Jakob Leon sagt, mach doch und findet hier den besten Zug, der schon mehr oder weniger der entscheidende Aushebler ist. Er macht C5. Er will jetzt gar nicht mehr diesen D6 belagern, sondern er will jetzt hier aufmachen und an den schwarzen König ran. C5 ist sehr, sehr stark. C5, Turm E1. Schwarz geht halt auf den E4. Aber das Weiße läuft jetzt so wie so ein Länderspiel so langsam. Springer schlägt D6, Läufer A6, Springer schlägt F7 und es droht schon matt. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn wenn man, ich meine, jetzt Schwarz steht eh auf Verlust, aber man kann es jetzt hier auch beschleunigen. Wenn man so irgendwie so einen nicht so guten Zug macht wie H4, dann kommt halt Springer D8, König C7, Turm D7 matt. Das ist die Mattdrohung, die in der Stellung liegt. Insofern nimmt er erstmal auf E4, König A5, aber das Problem ist, jetzt droht immer noch dieses Matt und dazu hängt auch noch eine Figur. Also jetzt wird der Materialvorteil von Weiß auch noch größer, denn es fällt einfach eine Figur um. C7, König A6, Läufer B6, aber immerhin, man muss noch aufpassen, Weiß kann immer noch reinfallen, wenn Weiß jetzt mal irgendwas ganz Leichtsinniges macht, was weiß ich, machen wir mal Springer H6 oder so. Um unseren F-Bauern laufen zu lassen, dann ist wieder so ein Ups-Moment, dann ist plötzlich Weiß matt und das Ganze hat sich gedreht. Insofern, es droht nochmal matt, müssen wir aufpassen. Jakob Leons Stellung ist so gut, dass er an dieser Stelle einfach den Springer gibt.
die Mehrfigur, die er gewonnen hat, gibt er hier zurück, weil das Turm ins Spiel total gewonnen ist. Und das ist auch die Stelle, an der Schwarz aufgab und sich das nicht mehr zeigen lassen wollte. Also wenn er den jetzt nimmt, dann nimmt Weiß auf B6 und dann haben wir halt hier einen und wir haben hier einen und die lassen sich schwerlich aufhalten. Die sind auch beide prächtig unterstützt von den weißen Figuren. Das geht direkt den Bach runter. Hat er sich nicht mehr zeigen lassen. Springer schlägt E5, Schwarz gab auf. Und wir gratulieren Jakob Leon Pajeken aus Kiel zur ersten Großmeisternorm mit 20. Stark. Hoffentlich die erste von mindestens 3. Oder möge er noch viele folgen lassen. Sei es ihm gegönnt. Den sehen wir spätestens wieder, wenn Anfang Oktober die Bundesliga beginnt, wo er bei Kiel mehr oder weniger Stammspieler ist. Da wird er sicher regelmäßig zum Einsatz kommen. Und die Bundesliga ist natürlich auch ein schönes Pflaster, die ist ja so stark diese Saison, um da gleich mal noch eine Großmeisternorm nachzulegen. Gönnen wir ihm. Ja, diese GM-Norm-Meldung, die wollte ich euch nachreichen. Die IM-Norm-Meldung muss ich euch nicht nachreichen. Josefine Heinemann hat ja in Riga eine IM-Norm geholt. Auch das stark. Sie hatte so ein kleines Elo-Tief. Das hat sich damit dann auch erledigt. Hat man gleich 50 Elo gewonnen. Und vor allen Dingen toll, vor der Schacholympiade ein starkes Turnier gespielt zu haben. Das wird ihr gut tun. Sehr, sehr schön. Aber da war klar, Josefine zeigt euch die Partie selbst. Hat sie auch schon gemacht. Und insofern habe ich die gar nicht fürs Video unter die Lupe genommen. Und wir feiern stattdessen Jakob Leon Pajeken und dessen GM-Norm. Ich hoffe, das hat euch so gut gefallen wie mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns hier sehr bald. Macht es gut.